Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokémon Rumble, Part Nummer 10. Ja, im letzten Part haben wir zwei weitere Gebiete geschafft. Es war außerhalb von der Reihenfolge, aber passt ja auch ganz gut, gell? Und wir haben langsam aber sicher gemerkt, dass es immer schwieriger wird, die passenden Pokémon zu finden, weil sie doch immer schneller stärker werden und immer schneller wir Sachen austauschen, also Pokémon austauschen müssen, weil wir ansonsten gar nicht mehr wirklich vorankommen, gell? Und ich bin gerade wieder am gucken, was nehme ich am direkten. Dim, ich bin gerade echt am Überlegen. Starmie war ja leider nur mit Sternschauer, gell? Sonst hätten wir das direkt nehmen können. Turok hatte nur Blubber, Aquawelle. Hier, doch, Yugong war doch eigentlich ganz cool, oder? Ja, bleiben wir bei Yugong. Lang geguckt und gehen direkt ins Feuergebiet. Dann haben wir dann zumindest auch den Vorteil mit Schwäche und auf unserer Seite, gell, in dem Sinne. Na, ja. Aber auch wir haben leider die Schwäche, weil wenn es um Elektro geht, gell. So schnell kann es kommen. Deswegen ist es vermutlich auch so eine passende Mischung hier mit dem Feuer und Elektro, damit man halt nicht nur gegen Pokémon kämpft, die schwach sind. Ein Elektroball. Was hat das? Ladestrahl und Funkensprung. Kurz mal gucken, was waren das für nochmal für Attacken? Okay, das ist jetzt nicht unbedingt super toll. Ah. Stimmt. Ladestrahl ist halt um die. Ja, um die Attacke zu verstärken. Braucht aber ewig, bis man halt damit schießt, gell? Aber dafür kriegt man halt vermutlich diesen Buff zu 100%. Ja, genau. Ist halt auch immer so eine Sache mit den Buffs an sich, weil man tut halt so oft da angreifen, dass man irgendwann diesen Buff hier nicht mehr wirklich wichtig ansieht und dann vergisst man ihn einzusetzen und ja. Ist halt auch immer so die Sache, je näher man an die Gegner dran muss, desto schwieriger wird es dann halt auch, gell? Aber man merkt schon, mit dem Buff ist es doch voll durchaus praktisch, wenn man sich halt nicht treffen lässt. Wenn ich noch einmal getroffen werde, dann wechsle ich wieder. Ach ja, so ist es halt. Und hier merkt man auch wieder, dass hier Elektroball halt um einiges schneller ist, weil ich glaube, Elektroball war das schnellste Pokémon in der ersten Generation. So von der Initiative her. Wenn ich mich nicht ganz irre. So, oh, Arcanine ist auch nicht schlecht. Na, Normalblocker. Okay, was hast du für Attacken? Eisenschweif und Donnerzahn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Machen wir es mal so rum. Eisenschweif war, ja, das mal so nach vorne stürmt, aber es ist halt doch so eine interessante Reichweite. Deswegen passt es schon mal ganz gut. Und man kann es auch dazu nutzen, um halt erstmal abzuhauen, gell? Gerade weil die halt dann so schnell ist, die Attacke. Ja, passt schon. Und schon haben wir jetzt wieder Pokémon, die halt mal auch wieder One-Hits sind, gell, in dem Sinne. Na, Glurak hat natürlich mehr Leben. So. Und Donnerzahn natürlich sehr effektiv gegen Flug. So einfach kann es kommen. Also, man merkt schon. Erst leichte Probleme und dann rucki-zucki, gell. So. Jetzt huscht man nur noch so durch die Reihen, gell. So, Achtung, Galoppa möchte noch ein bisschen mitspielen. Na ja. Vor allem finde ich es auch hier gut, das ist ja bei Pokémon Rumble World auch so manchmal der Fall, wenn zu viele Pokémon auf dem Feld sind, verschwinden ja manche Pokémon wieder. Und hier ist es wirklich so, dass jedes Pokémon, was man halt sieht, auch bleibt, bis man es halt auch wirklich besiegt. Hat aber vermutlich auch was mit der Limitierung vom 3DS zu tun, weil da auch teilweise doch relativ viele Pokémon auf einem Feld sein können, weil besonders wenn halt ja, wenn halt viele Mini-Boss-Pokémon kommen, sage ich mal, also die halt immer so umrundet sind. Aber Arcani gefällt mir bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Guter Schaden, hohe Geschwindigkeit. Und da kann man auch wirklich auch die ganze Zeit die Attacke spammen, um halt auch durch die Level zu huschen, in dem Sinne, ja. So. Vor allem freue ich mich, wenn ich euch dann später mal zeigen kann, wie das dann abläuft mit den Pokémon freilassen. Dass wir dann vielleicht das eine oder andere Ticket bekommen. Wie gesagt, müssen wir ja bei manchen Pokémon ja sowieso machen, um sie zu bekommen. Und wie gesagt, wenn wir dann halt wirklich sehen. Weil es wäre auf jeden Fall jetzt sehr schön, wenn ich halt im Let's Play euch auch zeigen könnte, wie man halt auch Mewtwo direkt bekommt. Oder das Glurak rechts bekommen, wenn wir es besiegen. Aber dafür muss ich natürlich erstmal die passenden Pokémon gefangen haben, ja.
So, Gur, komm mal her hier. Ui, da haben wir unser Lurak. Luftschnitt. Mal ausprobieren. Okay, das ist einfach so ein, Seitschlag, aber... Ist gut, ist eine schöne Attacke. Ein Dunkelnebel, gell? Nee, Rauchwolke. Wo halt, glaube ich, die... Treffsicherheit? Nee, eigentlich nicht Treffsicherheit. Ich werde es sehen. Lavados, ja. Und da kann sich natürlich denken, was dann später noch kommt, gell? Arktos. Ja, dann wird ja auch die, Angriffsgeschwindigkeit verlangsamt. Na du? Ich glaube, gegen die soll ich vielleicht ein anderes Pokémon wählen, wollte ich gerade sagen. Ja. Macht vielleicht mehr Sinn. Das ist nicht mein Arcani. Was ist das denn für eine... Nee. Das taugt mal gar nicht, dieser Arcani. So. Ja, Donnerzahn ist ganz praktisch wegen... Wegen Flug, ja? Nicht zurückschrecken. Du sollst dich doch... du sollst doch gewoppelt werden. Na, Achtung. Auch wenn wir Feuer sind, gell? Nicht unterschätzen. Na komm, reg dich wieder auf. Ui, das war aber schnelles Aufregen. Ich konnte gerade mal einmal zuschlagen, aber gut. Nicht lang rumspielen, besiegen. Jetzt kommt sie später noch, dass wir hier das ein oder andere Pokémon, legendäre Pokémon auch fangen können. Oder halt per Zufall bekommen. Man möchte ja erstmal vorankommen, gell? Der Rest, der wird sich ja dann später aufklären, weil wie gesagt, es sind jetzt zwar nicht unbedingt jetzt die legendären Pokémon, die man hier normal fangen kann, aber ja, was halt solche, was halt generell die Pokémon angeht, sammelt sich das halt auch wirklich auch ein Stückchen weit von allein. Du kannst jetzt ein Pokémon, du hast ein Pokémon, das in Stufe 600 erreicht hat, deswegen öffnet sich der Battle Royale. Aber ja, es wäre halt auch nicht wirklich sinnvoll, jetzt direkt schon reinzugehen, weil ich glaube, das wäre schon selbst für unser Arcani hier zu stark. Deswegen, ja. Okay, wir haben einmal da. Ich gehe da rein. Weil da können auch eventuell Pflanzen-Pokémon vorkommen, gell? Auch wenn wir eigentlich gar nicht wirklich Feuerattacken haben, gell? Aber dafür hier mit Flug. Ja, das hat immer so das Perfekte, wenn man halt zwei verschiedene Elemente hat und auch gleichzeitig halt die so nutzen kann. Dass sie auch noch, also dass sie halt noch stark sind gleichzeitig, das wollte ich damit sagen. Schöne Variation in dem Sinne. Vor allem aber trotzdem aufpassen wegen Triplette. Haben wir ja schon festgestellt. Kann uns auch einfrieren. Und haben ein Dodri. Yay, nochmal stärker. Krasse rein, Schnabel. Schnabel war zwar eine interessante Attacke, aber möchte ich jetzt hier nicht unbedingt einsetzen. Wobei, würde eigentlich sogar Sinn machen, hier gerade auch wieder gegen den Pflanzen-Pokémon. Aber ich bin mit Arcani zufrieden. Wie gesagt, ich wechsle jetzt erst, wenn ich merke, dass es langsam schwieriger wird. Oder wenn ich halt genug Schaden habe. Aber so lerne ich auch zum Glück auch wieder nach und nach die einzelnen Attacken kennen, in dem Sinne, gell? Na, Kokobai, alles klar mit dir. Vor allem immer noch die, wenn man überlegt, diese alten Pokémon-Geräusche, gell? Die man halt wirklich noch von den Gameboy-Teilen kennt. Wurden ja später auch geändert, gell? Also ihr merkt schon, was interessant an Eisenschweif ist, dass man halt wirklich hier, oh, Achtung, durch die Mengen huschen kann, ohne dass man halt groß Angst haben muss, direkt getroffen zu werden. Und schon macht das Ganze nur mal einen Ticken mehr Spaß. Ja. Zumindest mir. So. Ach ja, neue Frage, gell? Was ist denn eure Lieblings-Pokémon-Attacke? Das wäre vielleicht gut zu wissen. Also ist nicht unbedingt, vielleicht... Oder ihr könnt auch gerne schreiben, auch gerne bei, bei Pokémon Rumble. Aber so, ja. Generell bei jedem Pokémon-Spiel, was ist eure Lieblings-Pokémon-Attacke? Wenn ich jetzt überlegen müsste, dann würde ich... Oh, ein K.O.-Schläger Taubox. Ist zwar natürlich nicht keine Garantie, aber... Dafür sind die Attacken schlecht. ja, dieses Pokémon hat halt jetzt die höhere Chance, Gegner zum Wobbeln zu bringen, aber ich glaube, das macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn bei der Attacke, die ich jetzt, die Attackengröße hat. Wobei, ja, es geht. Es klappt schon mal. Achtung. Oh, ist es. Ist es schon wieder Shiny? Hä? Also, so schnell habe ich auch keine Shinies bekommen hier beim Spiel.
Wir haben einfach mal ein Shiny-Pokémon, okay. Shiny Ibitak. Na gut. Ja, mein Lieblingsattacke, gell? Ich würde in erster Linie natürlich jetzt doch sagen Egelsamen, weil das halt wirklich so eine spezielle Pflanzenattacke ist, die halt im Vergleich zu allen anderen Attacken einzigartig ist, in dem Sinne. Weil halt Schaden über Zeit und natürlich auch gleichzeitig Heilung. Aber ja, meine... Ja doch, Egelsamen. Mir fällt gerade wirklich kein anderer ein, die mir mehr gefallen hat als Egelsamen. Weil ich bin auch ganz ehrlich, auch wenn ich anfangs immer so ein Fan von hier von Glurak und Co. war, war halt später einer meiner Main-Pokémon im Team war ein Bisasflor, was halt komplett auf Tank und Heilung aufgebaut war. Und ich habe hier gleich Probleme, weil es immer mehr Pokémon werden. Na? Hier geht gut was ab gerade, gell? So, hier soll er. Also ich hatte einen, einen Bisasflor, was halt wirklich auf Heilung und Tank aufgebaut hat. Das hatte halt solche Attacken wie, wie Gigasauger, dann Egelsamen, Toxin und noch irgendeine starke Pflanzenattacke, wo man halt noch so normal mit Schaden machen konnte. Aber es war kein Solarstrahl, weil Solarstrahl war ich nie ein Freund von. Es gab nur eine kurze Zeit, wo ich ein Freund von Solarstrahl war, als es ja diese Sonnenattacke gab von Glurak, glaube ich. Oder Glurak war eins von den Pokémon, das einsetzen konnte. Wo halt dadurch, dass die Sonne schien, halt, wie heißt Solarstrahl halt mit nur, also ohne Aufladezeit halt direkt angreifen konnte. Und ich glaube, ich muss jetzt doch mal wechseln. Leider. Gucken wir mal. Na, nee. Gefällt mir nicht. Was mit ihm hier? Der hat ja Schnabel, gell? Das war ja auch so dieses nach vorne huschen, gell? Können wir mal nehmen, gell? Aber interessant hier, das ist das zweite Shiny-Pokémon und wir haben noch nicht einmal hier die, ja, wir haben ja kaum angefangen. Zumindest war mir so, dass man halt wirklich hier, hier kann man jetzt zum Beispiel Aerodactyl auch ganz normal bekommen. Das meine ich jetzt als Beispiel damit. Das wird halt später noch interessant, weil es noch Attacken gibt, die halt noch ein bisschen krasser sind als Schnabel. Aber ihr seht halt auch gleichzeitig den... Na komm, 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 komm. Hilft leider nicht immer. Der Schaden ist halt leider nicht so hoch, auch wenn natürlich die Attack-Geschwindigkeit natürlich um einiges passt. Aber ich bin trotzdem froh drüber, bin ganz ehrlich. Am Ende sammeln wir noch alle Shiny-Pokémon. Ne, Quatsch. Hört mir auf. Bei dem Spiel alle Shiny-Pokémon fangen hier. Ich glaube, das würde sogar wirklich bei Normal-Pokémon schneller gehen, weil man da ja zumindest züchten kann. Hier ist es ja wirklich auf pures Glück aufgebaut. So, wir auf Arcani wechseln, weil es wird ihm der geheilt danach. Na, alles klar. Einfach mal ein zweites Shiny. So schnell kann es gehen. So. Paarzeit. Ja, komm, machen wir halt das noch durch hier. Was soll der Geiz? Da können wir dann halt im nächsten Part dann uns hier um... Na, hört sie auf. Ich habe auch hier, man merkt auch hier, die Pokémon setzen schon Attacken ein, noch bevor sie im Bild sind. Und dann passiert es doch öfters mal, dass man in die Attacken reinrennt. Ein Golbat mit Windschnitt und Erstauner. Nee, lass mal. Wobei Windschnitt... Nee, Windschnitt war, glaube ich, die Attacke, die sie gerade eingesetzt haben, gell? Ein Sandama. Na. Ah, stimmt ja. Ist ja noch so eine Extra-Fähigkeit von Eisenschweif, dass die Verteidigung gesenkt wird. Und da macht man natürlich dann nochmal mehr Schaden. Was natürlich auch so ein kleiner Vorteil ist in dem Sinne. Na, Onix. Achtung, da ist noch Diktri. Weg mit dir. Ist vor allem auch jetzt interessant, wenn man halt dann hier auch mal neue Pokémon fängt, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, man hätte sie eventuell schon. Na. Nicht neu spawnen, ist gemein. Aber umso besser, wenn man sie dann halt auch wirklich direkt bekommt. Deswegen sehe ich momentan noch ab vom Farmen, weil, ja, ihr seht's ja. Achtung.
Nicht vergessen, dass wir auch eine andere Attacke haben, gell? Wenn die Gegner näher dran sind. Hat sie aber auch gleich aufladen müssen hier. Achtung. Aufhören. Ja, wenn es doch so schön wäre, wenn man jedem Pokémon eine, also jeden Pokémon hier Egelsamen beibringen könnte, dann könnten sie sich alle heilen, gell? So, hui. 700er Machomai, das ist schon mal interessant. Vergeltung und Überroller. Können wir mal ausprobieren, weil Arcani wird langsam schwach. Wobei ich nicht... Ah, ich glaube, Vergeltung ist eine sehr starke Attacke, aber die ist sehr langsam. Ja, Überroller. Ist vor allem auch schön, weil Überroller eine Weile halt auf der Stelle stehen bleibt. Und wenn der Pokémon reinlaufen, dann kriegen sie natürlich auch Schaden. Seht ihr? Und ist auch noch stark dabei, also das gefällt mir. Ist übrigens auch so, ich schwärme ja die ganze Zeit hier wie heißt's? Na, hör auf mich zu treffen. Also ich schwärme die ganze Zeit von hier Egelsamen. Aber die andere Attacke, die ich bei meinem anderen, bei meinem Pokémon habe, also bei Pokémon Rumble World, ist eine Pflanzenattacke, die so ähnlich funktioniert wie... Aber wir kriegen ja selber Schaden. Deswegen, das taugt ganz. Das ist leider nicht so toll. Weg mit dir. Nehmen wir ihn hier vielleicht mit Hornattacke. Auch nicht so toll. Weil, mach mal. Überwurf und Fußkick. Na. Laufen gegen die Wand die ganze Zeit. Okay, aber hier, Leute. Guckt doch mal. Gut, dann bleiben wir halt zumindest mal bei ihm hier. Er macht wenigstens genug Schaden, um sie mit einem Schlag zu besiegen. Aber ihr merkt halt auch schon den Unterschied, wenn halt das Spiel nicht pausiert, dass man halt dann doch immer mal wieder, ja, nicht lange Zeit hat zum Nachdenken, sondern einfach mal das nächste Pokémon wählt und dann ausprobiert. Aber das ist ja auch gerade vielleicht sogar Sinn der Sache, dass man halt mal ausprobiert. Ein Saus- und Brausrizeros ist zum Beispiel von Vorteil. Kann ich schon mal direkt zeigen. Wo ist denn das jetzt? Ja, haben wir's. Und zwar, wenn ich mit diesen Pokémon jetzt hier andere Pokémon besiege, dann lassen die mehr Pokédollar fallen. Das seht ihr, die lassen halt gleich 3 fallen. Und damit kann man zum Beispiel auch gut Geld farmen in dem Sinne. Aber das bringt halt jetzt hier mit dem Kleider nichts in dem Sinne. Was hat mir eben nochmal? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich muss die ganzen anderen Pokémon wieder loswerden. Die sind schon wieder zu schwach hier alle. Die Shiny lasse ich ja eh nicht frei. Von daher muss ich sie nicht unbedingt jetzt hier markieren. Das hier ist nicht schlecht. Weil da habe ich gleichzeitig noch Energiefokus. Wucht ist halt das, dass man halt die Pokémon zum Wobbeln bringen kann. Und wie gesagt, passend, also in Verbindung mit K.O.-Schläger triggert zusätzlich halt noch mal stacken. So. Warte mal, ich hatte doch ein 700 da. Mach um Maige. Genau. Genau das hier hatte ich doch. Ja, man wird vielleicht überwältigt über die Auswahl dann. Deswegen. Und wenn man dann halt zu viele unter Favoriten hat, dann verliert man auch irgendwann mal die Übersicht, dass halt die Pokémon ganz nach hinten rutschen. So, Naturheilkraft ist auch sehr schön. Das ist sozusagen Egelsamen automatisch. Also man heilt sich halt kontinuierlich. Und in Verbindung mit Egelsamen heilt man sich natürlich dann noch mehr. Was ist das für Attacken? Keine tollen Attacken. Aber das ist natürlich auch nicht schlimm. Man könnte natürlich auch zum Attackenerlerner gehen und halt dort halt die Attacken dann halt ändern. Na, Arctos. Ich glaube, da nehme ich mal mein Arcani wieder. Zumindest halt wegen Donnerzahn. Ich hoffe, es passt, gell, vom Schaden her, aber ich denke mal, das passt. Weil es ist ja auch schwach gegenüber gegen den Eichenschweif, gell. Na. Kommst du her? Uiui. Hört ihr auf.
Ist halt wie gesagt praktisch, wenn man halt eine... Die Reichweite manchmal. Ist halt praktisch, wenn man manchmal die Möglichkeit hat, dass man halt... Oh, das haben wir. Das haben wir. Das habe ich gesehen, das haben wir. Ja, sehr schön. Unser erstes legendäres Pokémon. Freut mich. Alles klar, dann müssen wir uns darum keine Sorgen mehr machen hier. Und auch noch relativ stark. Was hast du für Attacken? Windstoß und Agilität. Agilität wird, glaube ich, erhöht die Attack. Ich glaube die Schnelligkeit beim Laufen. Ja, genau. Und Windstoß ist leider nicht so toll, aber okay. Ich tue die immer markieren, aber das ist halt nur Gewohnheit, weil. Ja. Weil ich dann später beim Aussortieren natürlich dann gucken muss. Und ich glaube, das könnten wir dann vielleicht im nächsten Part dann irgendwann mal machen. Das mal so ein bisschen aussortieren. Wobei, ich glaube, wir haben noch genug Platz, gell? Passt noch, okay. Aber gut. Ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokémon Rumble sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays, ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.